Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ist es endlich soweit. Ich zeige euch heute meine Haarpflegeroutine, die unter anderem auch mein Geheimnis ist, mit dem ich meine Haare seidenglatt erhalte. Viele haben mich ja schon sehr oft gefragt, wie machst du das, dass deine Haare immer so glänzen in den Videos? Ja, ich pflege meine Haare genauso wie meine Haut. Nun verzichte ich dabei auf Glätteisen und auch auf Haarspray. Und wenn mal ein Haarspray, dann nur ein bestimmtes. Es ist nämlich auch so, dass viele die Haare falsch pflegen bzw. auch falsch waschen. Und dadurch verlieren die Haare an Glanz und einfach an Geschmeidigkeit. In diesem Video werde ich also zeigen, wie es richtig geht. Persönlich zu mir, ich bin eher der Hauttyp, der fettige Haut hat. Also habe ich auch eine fettige Kopfhaut und somit fettige Haare und habe früher auch das Problem gehabt, dass ich jeden Tag meine Haare waschen muss. Jetzt benutze ich aber ein sehr besonderes Shampoo, mit dem ich es auch schaffe, mal nur alle 2 Tage meine Haare zu waschen, ohne dass die Kopfhaut so stark in den Tagen rückfettet. Wenn du aber einen anderen Haartypen hast, wie ein trockenes Haar oder ein gefärbtes Haar, dann ist diese Methode auch sehr, sehr, sehr wichtig, weil du musst dein Haar richtig pflegen, damit dein Haar wieder glänzt und richtig glatt wird. Also würde ich mal sagen, fangen wir an. Ich plane das Haarewaschen immer so, dass die Haare vorzugsweise an der Luft trocknen können. Ich gehe niemals mit nassen Haaren ins Bett. Vor dem Haarewaschen kämme ich gründlich meine Haare durch, da sonst nicht gelöste Fitzeln noch stärker verfitzen und dann beim Entfitzen das nasse Haar überspannt und brüchig werden kann. Gegebenenfalls verwende ich etwas Haaröl für das Entfitzen der Haare. Hierfür verwende ich das Haaröl von L'Adore. Das beschwert die Haare nicht, während es die Haare pflegt und super weich macht. Ich war sehr lange auf der Suche nach einem guten Shampoo. Dabei fiel mir auf, dass kein einziges Shampoo, das ich testete, schonende Tenside enthielt und mit einem säuerlichen pH-Wert formuliert war. Die meisten Shampoos reinigen durch ihre starken Tenside und hohen pH-Wert zu stark die Kopfhaut, wodurch diese austrocknet und wieder stark nachfettet. Genau wie bei der falschen Gesichtsreinigung. Auch trocknen die Haare dadurch zu stark aus, indem die Haarschuppen bei der Reinigung aufgeraut werden, wodurch das Haar brüchig wird und seinen Glanz verliert. Dann fand ich endlich ein Shampoo, das genau beides hatte. Das L'Adore Shampoo hat nur sehr milde und sanfte Tenside enthalten und ist mit einem säuerlichen pH-Wert von pH 6 formuliert. Dadurch reinigt das Shampoo nur sehr schonend und nicht austrocknend. Aufgrund des säuerlichen pH-Wertes wird das Haar auch nicht aufgeraut, sodass die Haarschuppen am Haar angelegt bleiben und das Haar nicht seinen Glanz verliert. Achte darauf, dass du deine Haare nicht mit zu heißem Wasser wäschst. Wasser raut die Haarschuppen auf und gerade heißes Wasser raut sie noch mehr auf. Das Shampoo kommt beim Waschen nicht auf die kompletten Haare, das viele falsch machen. Denn das würde die kompletten Haare unnötig säubern und die Spitzen austrocknen. Das Shampoo wird nur in den Haaransatz einmassiert, dadurch wird die Kopfhaut und der Haaransatz gereinigt. Wichtig ist, auch den Hinterkopf dabei nicht zu vergessen. Gerade bei fettigen Haaren sollte das Shampoo gründlich einmassiert werden. Bei fettigen Haaren bzw. einer fettigen Kopfhaut müssen sich diese erst an die schonende Reinigung gewöhnen. Erst mit der Zeit wird es einem gelingen, alle 2 bis 3 Tage die Haare waschen zu können. Anschließend wird das Shampoo gleich wieder ausgespült. Danach verwende ich eine extrem gute Spülung von L'Adore. Diese hat einen hautneutralen pH-Wert von 5,5. Sie pflegt nicht nur die Haare, sondern auch die Kopfhaut, denn aufgrund ihres hautneutralen pH-Wertes unterstützt sie den natürlichen Säureschutzmantel der Kopfhaut und legt aufgeraute Haarschuppen an. Abhängig vom Haartypen wird die Spülung anders verwendet. Bei fettigen Haaren kommt die Spülung nur auf die Spitzen und nicht aufs komplette Haar. Wenn du aber unter sehr trockenen oder geschädigtem Haar leidest, kannst du sie auch aufs komplette Haar verteilen. Ein weiterer Vorteil der L'Adore-Spülung ist, dass du sie als Haarmaske verwenden kannst, indem du sie 10 bis 15 Minuten einwirken lässt. Das mache ich ungefähr einmal pro Woche, dann verteile ich sie übers komplette Haar. Wichtig ist, wie bei jeder Spülung, dass du die Haare danach sehr gut ausspülst, da die Haare sonst strähnig werden können. Ich schalte hierfür immer das Wasser eine Stufe kühler und wasche die Spülung aus. Das etwas kältere Wasser mindert das Aufrauen der Haarschuppen. Nach der Dusche gebe ich eine perlengroße Größe des Keratin Power Glues von L'Adore auf meine Haarspitzen und kämme sie mit dem Tangle Teaser durch. Diese Bürste ist extra für nasse Haare geeignet, die sich wie Butter durch die Haare kämmen lässt. Die Keratinpflege verschließt die Haarspitzen, während die Haare dadurch aber nicht beschwert werden. Ich habe jahrelang Haarpflegeprodukte verwendet, die meine dünnen Haare immer beschwert und strähnig gemacht haben. Jetzt ist aber damit Schluss. Danach lasse ich die Haare an der Luft trocknen, aber niemals die Haare mit einem Handtuch trocken ruppeln.
Wenn ich die Haare aber stylen oder schneller trocknen möchte oder lockige Haare glätten möchte, dann verwende ich hierfür eine Föhnbürste. Der Dyson Airwrap wird nicht zu heiß, denn er kontrolliert 40 Mal pro Sekunde seine Temperaturen. Davor gebe ich extra 2 weitere Erbsengrößen der Pflege in die feuchten Haare und trockne und style sie mit der Föhnbürste. Und wenn ich mal ein Haarspray verwende, dann verwende ich das alkoholfreie Haarspray von Nivea. Durch diese Haarpflegeroutine schone ich meine Haare und meine Kopfhaut und erhalte ihren Glanz, da die Haarschuppen nicht aufgeraut werden. Meine Haare glänzen und fühlen sich super weich an und meine Kopfhaut fettet auch endlich weniger nach. Wenn ich abends dann schlafen gehe, flechte ich meine Haare zu einem Zopf, damit sie über Nacht nicht verfitzen. Ich verwende hierfür nur die Spiralzopfgummis oder tagsüber verwende ich auch eine Haarklammer. Dadurch werden die Haare weniger geknickt und brechen weniger ab. Ein wichtiger Teil ist aber nicht nur die Pflege, sondern auch, dass ihr die richtigen Nährstoffe zu euch nehmt, damit das Haar gesünder nachwächst. Wie ihr auf künstliche hergestellte Supplements verzichten könnt und mit Haarballen die wichtigsten Nährstoffe auf eine natürliche Weise selber herstellen könnt, erfahrt ihr bei meiner Schwester Haarreich. Ich verlinke ihre natürliche und unglaublich erfolgreiche Methode, mit der meine Haare viel gesünder und kräftiger nachwachsen, auch in meiner Infobox. Wir sehen uns dann im nächsten Video und bei Fragen schreibt mir bitte in die Kommentare. Tschüss!